Griefer Games Gemeinde. Wir haben uns heute hier versammelt, um Abschied zu nehmen von einem geliebten Mitglied der Griefer Games Familie. Vom 13.09.2019 bis zum 29.11.2021 war Grieferwerk.com ein Teil dieser Griefer Games Gemeinde. Ein wichtiger Baustein. In einer Welt voller Scam, in einer Welt voller Betrug, in einer Welt, in der die Verhältnisse zwischen Arm und Reich nicht immer gleich verteilt sind. Grieferwerk war ein leuchtender Stern am Horizont für all jene, die neu angefangen haben, auf Griefer Games zu spielen und nicht wussten, wie die Werte von Items korrekt einzuordnen sind. Auch für die Sammler unter uns war Grieferwerk ein wichtiger Bestandteil, um den Wert seiner Sammlung korrekt einschätzen zu können. Grieferwerk, ins Leben gerufen von Baggerman 88 im Jahr 2019, ist seit gestern abgeschaltet. Grieferwerk, wir werden dich vermissen. Ja, ihr Lieben, ihr habt gehört, Grieferwerk ist abgeschaltet. Kam für mich alles sehr überraschend. Wenn ihr auf Grieferwerk.com schaut, dann seht ihr auch, was der Grund dafür ist. Das haben sie beschrieben. Und ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwann eine Alternative bekommen werden. Denn tatsächlich, viele schimpfen immer auf Grieferwerk. Das kann ich auch ein Stück weit verstehen. Auf der anderen Seite, es hat uns eben doch in vielerlei Hinsicht Orientierung gegeben. Und auch ich habe immer dort geguckt. Grieferwerk war für mich nie ein festgeschriebener Preis, aber es war eine gute Orientierung für alle. Diese Orientierung fällt weg. Und ich bin super gespannt, welchen Einfluss das Ganze auf die Wirtschaft, auf Griefer Games haben wird. Glaubt ihr, das wird einen positiven Einfluss haben? Werden die Items tendenziell eher im Durchschnitt teurer? Glaubt ihr, es wird negativ sein? Werden die Items im Durchschnitt billiger? Vielleicht ist es ja auch umgedreht, vielleicht ist es teurer, ja. Positiv, negativ und ihr wisst, was ich sagen will. Auf jeden Fall, es wird, und da bin ich sicher, einen Einfluss auf die Wirtschaft und auf das Handeln haben. Und vor allen Dingen wird es für neue Spieler dadurch nicht leichter, sich nicht übers Ohr hauen zu lassen. Und wir werden sehen, was passiert. Haut rein, die nächsten Tage kommen die längst angekündigten Anti-Scam-Videos. Schaut auch da bitte rein. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, macht das. Oder besucht mich auch gerne auf Twitch. Twitch TV Rouge83. Bis dann, euer Rouge. Ciao.